Man kann mit den Füßen im Grunde immer auf dem Rad draufbleiben, ja, egal. Man kann auch rückwärts mit dem Rad fahren, ja, also ist alles gar kein Problem, ne? Wenn ich das Fahrzeug starte, ja, kann ich also alles im Sitzen erledigen, ja. Sobald ich auf dem Fahrrad drauf sitze, ich zeige das mal eben, ja, und ich kann in alle Richtungen fahren, ich kann aber auch rückwärts fahren, was sehr wichtig ist, ja. Für manche Leute, die zum Beispiel den Fuß fixiert haben müssen, würde es zu lange dauern, an der Kreuzung zu wenden oder den Fuß wegzunehmen. Und das ist eine sehr praktische Einrichtung. Hi, mein Name ist Lennart von Emotion. Neben mir steht der Jürgen aus dem Dreiradzentrum in Düsseldorf. Jürgen hat mehr als 10 Jahre Erfahrung in dem ganzen Bereich, ist ein absoluter Experte. Und wir werden euch jetzt gleich mal das Fun-Rahm Easy Rider Kompakt vorstellen. Das Easy Rider Kompakt ist eine Neuentwicklung, basiert auf dem Easy Rider. Deswegen würde ich einfach sagen, viel Spaß und let's go! Ja, Jürgen, also wir haben jetzt hier ein recht neues Modell. Ja. Was würdest du sagen, vielleicht auch im Vergleich zum Easy Rider, zum normalen? Welche Personengruppe fährt dieses Bike und was hat sich dahingehend verändert? Ja, im Grunde genommen ist es eine Erweiterung bzw. ein Zusatz zu dem Easy Rider, der vor allen Dingen Leute betrifft, die etwas kleiner sind, also bis zur Körpergröße von 1,70 Meter oder auch große Kinder, je nachdem, ja, können darauf sehr gut fahren, weil es insgesamt etwas kompakter gehalten ist. Es ist auch leichter zu fahren dadurch. Ja. Genau, das heißt also, Van Rahm wollte da auch nochmal kleineren Personen einfach die Möglichkeit bieten, auch komfortabel ein Dreirad zu fahren, definitiv, was das Ganze angeht. Hast du vielleicht direkt schon, wenn wir bei dem Thema sind, ein paar coole Kundenstories, auf die du eingehen könntest, wo du wirklich gesehen hast, wow, da habe ich jetzt gerade jemandem eine so große Freude gemacht und das Ganze, das Leben vielleicht auch verändert? Nee, tatsächlich passiert das sogar sehr häufig, ja, tatsächlich, weil Mobilität oder den Verlust von Mobilität kriegt man erst mit, wenn man die nicht mehr hat. Das ist immer, liegt in der Natur der Sache. Aber man kommt recht schnell mit so einem Sesseldreirad vor allen Dingen sehr schnell wieder ins Fahren und auch ins sichere Fahren vor allen Dingen. Ja? Und das tut den Kunden sehr gut. Deswegen habe ich da eher immer eine gute Erfahrung mit, weil es relativ schnell ist. Man muss sich ein bisschen umstellen zum Fahrrad, aber es geht recht schnell damit. Ne? Das geht. Also da haben wir immer sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und man sieht ja jetzt auch schon, das ist kleiner, das ist kompakter geworden. Was hat sich denn auch so ein bisschen an den Komponenten verändert, auch vielleicht im Vergleich zum Easy Rider, zum normalen? Ja gut, man sieht so erstmal, die Optik ist natürlich ein bisschen anders. Man sieht im Grunde am hinten 20 Zoll Räder, vorne 16 Zoll Rad, ja, was das Rad extrem wendig macht, ja, weil ich kann hier auf einem kleinen Wendekreis knapp über 2 Meter, also ist wirklich sehr klein, ja, kann ich fast auf der Stelle drehen. Ja. Es sind andere Komponenten vorgestellt worden, wie zum Beispiel der neue Sitz hier, ja, im Gegensatz zu dem anderen. Das sind so Details. Ja. Man kann den Sitz zum Beispiel jetzt auch in der Tiefe verstellen, der ist abnehmbar, zum einfachen Reinigen. Und ich kann jetzt die Sitztiefe verstellen, ich kann natürlich auch hingehen, die Beinlänge einstellen, aber eben auch die Sitztiefe, verschiedene Größen. Das ist also sehr gut gemacht. Was wir jetzt noch haben als Neuerung ist, wir haben das neue Smart-System mit eingebaut in dem Fahrzeug, so eine Erweiterung. Ja. Smart-Display heißt das? Das Smart-Display, genau. Das ist ein bisschen, ist halt mit Beleuchtung, mit einer Anzeige. Das ist bei dem anderen noch ein bisschen etwas einfacher gemacht. Ja. Da hat man keine Tachodarstellung. Hier ist eine Tachodarstellung. Ich sehe, wie voll der Akku ist. Ich habe die 3 Stufen. Ich kann die Restreichweite ablesen. Ja. Die Fahrkilometer, also alles übersichtlich in diesem System. Ich kann viele Einstellungen werkzeuglos vornehmen, wie die Einstellung des Lenkers zum Beispiel. Die kann ich leicht verstellen und kann die anpassen. Also der Vorbau dann, und dann würde sich auch direkt, was ja ein total easy ist, wenn ich das von anderen Bikes kenne, dass ich das hier so verstellen kann. Und aber auch, was die Bremse angeht, das mache ich ja auch hier in dem Bereich. Das heißt also, auch wenn ich vielleicht nicht mehr ganz so fein justieren kann, dann habe ich hier wirklich gute, große Griffe. Auch wenn ich eine Person mit Beeinträchtigung bin, die nicht mehr ganz so gut unterwegs ist, kann ich das wunderbar betätigen. Das ja, also motorisch, cool, eine Problematik wird damit sehr gut ausgeglichen, weil ich einfach einen sehr großen Hebel habe letzten Endes. Ja. Ich kann aber sowieso das Fahrrad generell immer anpassen. Also wir haben kaum jemanden, der aus körperlichen Gründen nicht fahren kann. Das, tatsächlich, das kriegen wir fast immer hin, weil es gibt ganz viele Möglichkeiten, das anzupassen. Ja. Sei es bei den Beinen oder eben auch an den Armen. Das ist also kein Problem letzten Endes. Schön, dass du das Thema Anpassungen und Optionen ansprichst, weil man kann sich das Bike ja wirklich hin bis zu einem, ich würde sagen,
Shopping-Dreirad bis hin aber auch zu einem Dreirad für Personen mit wirklich starken Beeinträchtigungen auch gestalten. Also das geht dann über Fußschalen bis hin über Gehstockhalterung und so weiter und so fort. Genau. Wenn du mir da ein bisschen auf die Sprünge helfen könntest, was es sonst noch so gibt, das wäre super cool. Ja, im Grunde genommen bei Problemstellungen, dass man zum Beispiel die Füße nicht stabil auf den Pedalen halten könnte, sind so Polyneuropathien oder solche Erkrankungen, ist es möglich, mit einer Fußschale zu arbeiten, die verhindert, dass der Fuß runterrutschen kann. Ja, das sind solche Dinge, die man machen kann. Ein Stockhalter, der ist dezent, kann man den hier zwischen dem Sitz montieren, sodass man auch zwei Gehstöcke mitnehmen kann, wenn man die sonst auch benötigt. Ja. Hier hinten ist etwas weniger an Möglichkeiten, weil ich habe etwa 10 Kilogramm Zuladung hinten möglich. Ja. Mhm. Wir haben eine Stange für hinten dran, ein Gestell hinten dran, wo man eine 10 Kilogramm Tasche etwa dranhängen kann. Bietet Ortlieb von Rabe auch an. Ne. Man kann aber auch jede andere Tasche nehmen. Ne. Es ist nur wichtig, das Gewicht ist alles relativ zentral hinten und deswegen sollte es nicht mehr als 10 Kilogramm hinten sein. Ne. Das ist eben ein kompaktes Fahrrad, das soll es auch bleiben. Ne. Ansonsten habe ich eben halt pansichere Reifen, die ich optional nehmen kann, weil ich immer empfehle letzten Endes. Ja. Man kann zwei Akkugrößen nehmen, wählen, auch optional. Da ist serienmäßig ein 404 Wattstunden Akku verbaut. Ja. Man kann aber auch den upgraden auf 88 Wattstunden, wenn man dann doch mehr Reichweite haben will. Man kann so grob sagen, 100 Wattstunden stehen so für ca. 50 Kilometer beim Dreirad, sodass man ableiten kann, 50 bis 60 Kilometer mit dem kleinen Akku, 100 bis 120 mit dem großen Akku. Da kann man sich frei entscheiden, was man machen möchte. Das ist also schon sehr gut. Und es kommt wahrscheinlich auch immer darauf an, welche Unterstützungsstufe ich natürlich auch. Selbstverständlich, wir reden immer vom Mittel, das heißt also in der zweiten Stufe. Ja, und das ist eigentlich schon sehr gut gemacht, zumal das Fahrzeug ja Kraftsensor gesteuert ist. Also im Tretlager ist ein Kraftsensor verbaut und auch ein Frequenzsensor. So weiß das System genau, was die Person, die fährt, an Leistung reingibt. Und dazu bekommt man dann sozusagen eine Leistung aus dem System dazu, proportional, sodass man eine maximale Reichweite erzielen kann. Und ich kann den Akku ja auch nicht nur am Bike laden, sondern ich kann ihn auch entnehmen und mit in meine Wohnung Und das ist auch recht einfach gemacht. Ja, ich habe jetzt hier eine Aufnahme nach oben. Ich kann den Akku einfach rausnehmen. Ja, so eine. Klar, der größere wäre natürlich etwas schwerer. Das ganze Rad wiegt so um die 40 Kilogramm. Ohne, mit Motorsystem sind wir bei etwa 47 Kilogramm Gesamtgewicht bei dem Fahrzeug. Ja. Aber ist relativ gut machbar. Ich kann den reinsetzen, ist auch abschließbar, was auch wichtig ist. Ja, und hier ist eine Magnetladebuchse, verpolungssicher. Ist also sehr einfach zu handeln, das Fahrzeug. Und ihr habt euch auch so Thema Fahrsicherheit jetzt vielleicht mal so ein bisschen, ihr habt euch für zwei verschiedene Bremsenarten entschieden. Also vorne und hinten ist es etwas anders. Ja, und zwar aufgrund der Feststellbremse vorne. Wir wollten auf jeden Fall, sollte vermieden werden, dass die Person Probleme hat, die Feststellbremse zu betätigen. Das ist immer bei hydraulischen Bremsen etwas schwieriger, technisch gesehen, weil ich den Zug über die Hydraulik darstelle. Ja? Das heißt, man kann es hier auch, hier ist ein Hydraulikhebel, man sieht schon selber, ist ein sehr kleiner Hebel, der ist für viele haptisch nicht gut erreichbar. Infolgedessen, ich mache es einfach mal vor, ist die sicherste Variante, man setzt sich drauf, was auch sehr einfach möglich ist. Ich habe einen tiefen Sitz, kann das Bein rübernehmen und habe sofort eine stabile Haltung auf dem Rad. Wenn ich diese Bremse gezogen habe, kann ich gut die Feststellbremse vorne lösen. Das ist eine mechanische Scheibenbremse vorne, die leicht zu bedienen ist und so bin ich immer sicher. Das Rad kann auch nicht wegrollen beim Stand. Ja. Umgekehrt fixiert man die Bremse und jetzt kann man auch sicher wieder absteigen, indem man beide Beine auf eine Seite nimmt, einmal umgreift und so kann man auch nicht über das dritte Radstück fallen im Zweifel. Ja. Das ist also sehr wichtig, dass man sich immer solche Sachen antrainiert so ein bisschen. Ja. Selbst wenn man rückwärts fahren würde und sag jetzt einfach mal alles falsch machen würde, was man macht, man zieht die Bremse hinten, die ja auf der Achse ist, dann könnte es ja sein, dass es nach hinten kippt. Passiert natürlich nicht, weil da ein Kippschutz vorgesehen ist. Und das ist natürlich sehr sinnvoll, das zu machen. Dann kann sowas auch gar nicht passieren. Also an alles eigentlich gedacht. Und mir fällt eigentlich auch nichts ein, was man an dem Fahrrad noch hätte sicherer machen können. Ja. Und es ist ja auch, man kann ja einfach sagen, es ist wirklich klein, kompakt und hat aber auch ein cooles Design. Die Farbe, die wir jetzt hier sehen, das ist die Standardfarbe. Ja. Aber ich kann mir bei Van Raam auch immer von der ganzen RAL-Palette kann ich mir die Bikes durchkonfigurieren. Ja. Ich glaube, es gibt noch zwei, drei andere Farben, was das Ganze angeht. Aber ich bin nicht nur an diese eine Farbe gebunden, was ich auch sehr cool finde. Ich sage mal, 80% aller RAL-Farben kann man nutzen. Das ist ein Aufpreis. Aber ansonsten, wie gesagt, es gibt es in dieser Standardfarbe. Es gibt noch zwei weitere, die etwas vergünstigter angeboten werden.
Und dann gibt es eben halt jede beliebige Ralfarbe. In matt, in glänzend kann man sich auch aussuchen, damit man das Fahrrad ein bisschen individualisieren kann, ne, letzten Endes, ja. Ich würde noch gerne einmal auf das Thema Fahrsicherheit zurückkommen, ja, weil das ja auch gerade bei Dreirädern ein besonders wichtiges Thema ist. Genau. Wie sieht es aus mit dem Verhalten in Kurven und mit dem Wendekreis? Und ich habe schon so ein bisschen gelesen, Wendekreis ist bei dem Ding, glaube ich, besonders klein, und das ist auch sehr cool an der Stelle. Aber für das gerne noch. Ja, man kann sagen, der hat ja knapp über 2 Meter, ja, den Wendekreis, 2,07 Meter genau, ja. Und die, im Gegensatz mal nur mal im Vergleich zu dem normalen Easyrider, der 3,70 Meter hat, ist schon eine ganze Menge mehr, ja. Und das wird hier dadurch erreicht, dass es 16 Zoll Vorderrad deutlich kleiner ist. Ja. Dadurch kriege ich noch einen kleineren Wendekreis hin. Ja. Natürlich. Das fühlt sich natürlich extrem auch sicher an von der Fahrstabilität her, weil ich relativ niedrig sitze, relativ nicht, aber immer noch ausreichend genug, um vernünftig zu sitzen. Ja. Deswegen vermittelt das Rad sofort ein sicheres Fahrgefühl. Mhm. Deswegen, mehr Sicherheit geht eigentlich nicht. Man kann mit den Füßen im Grunde genommen immer auf dem Rad draufbleiben, ja, egal. Man kann auch rückwärts mit dem Rad fahren, ja, also ist alles gar kein Problem, ne. Wenn ich das Fahrzeug starte, ja, kann ich also alles im Sitzen erledigen, ja. Sobald ich auf dem Fahrrad drauf sitze, ich zeige das mal eben, ja, und ich kann in alle Richtungen fahren, ich kann aber auch rückwärts fahren, was sehr wichtig ist, ja. Für manche Leute, die zum Beispiel den Fuß fixiert haben müssen, würde es zu lange dauern, an der Kreuzung zu wenden und den Fuß wegzuladen. Und das ist eine sehr praktische Einrichtung. Ja, ich kann ja quasi auch sofort einfach absteigen. Ich kann sofort absteigen, aber selbst wenn das nicht geht, bleibe ich immer sitzen und kann auch rückwärts fahren, rangieren, alles im Sitzen erledigen. Ja, also ich finde, jetzt nachdem du mir das Bike nochmal im Detail erklärt hast, da ist Faram wirklich ein tolles neues Bike gelungen, auch mit einem Fokus auf eine neue Zielgruppe. Designtechnisch ist da auch nochmal ein Upgrade drauf, auch was bestimmte Features angeht. Deswegen, das finde ich sehr, sehr cool, hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank an dich für die komplette Vorstellung, hat mir großen Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr jetzt mal Lust bekommen habt, ein Funram Easyrider Kompakt oder gerne auch ein anderes Funram Modell Probe zu fahren, dann kommt sehr gerne in einem Dreiradzentrum, in einem Emotion Dreiradzentrum vorbei. Dort könnt ihr die Bikes auf Herz und Nieren testen. Ansonsten würde ich einfach sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.